Also, Luca, geht was oder geht was? Ich hoffe, es geht was. Komm! Komm, du musst jetzt echt... Alter, es kann nicht sein, dass wir... Also, ich weiß, ich spiele scheiße, ne? Aber? Ich weiß das. So, dann sehe ich deine Spiele. Dir gelingt fast auch nichts. Du hast mega Pech mit dem Toreschießen. Wohl wahr. Es kann nicht unbedingt an der Liga 3 liegen, Alter. So gut sind die nämlich nicht. Nee. Und auch nicht an der Formation und die Silberspieler. Da könnt ihr reden, was ihr wollt. Andere gewinnen mit Bronzespieler in Liga 4. Ja, die sind aber auch gut. Das heißt ja nichts. Ich spiele ja auch, ich bin ja der Beste. Ja, auf einmal. Gerade hast du doch gesagt, du bist scheiße. Nein, ich spiele scheiße. Ja, also. Gerade. Aber ich bin trotzdem der Beste. An sich. Das heißt ja nichts. Das heißt eigentlich nur, dass du ziemlich viel Müll hast. Richtig. Ich bin quasi gerade Bayern-Fan. Ich bin ja der Beste. Mhm. Wie wär's denn jetzt einfach mal mit, ich sag's einfach mal aus dem Bauch raus, Tore schießen? Tore schießen, ne? Ja. Wäre mal ein Anfang. Mit Ibra, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Der war zwar schön teuer, war mal ein Wunsch, aber ich meine, der war wichtig, die letzten Spiele. Weil du ja halt nicht immer aus 30 Metern schießt. Du willst ja immer... Ich habe ja nicht mal die Chance gehabt, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal abgesehen davon. So, ich spiele mal mit dem Kia. Göttlich Kia. Weil die sind ja für Sky und alles zuständig. Ja, ja, klar. So, klassisch. Klassiko quasi. Komm, jetzt muss doch was drin sein, ey. Muss was drin sein. Scheißegal, SSV. Was er jetzt hat. Scheißegal. Und dann besteigst du mich eben, damit dann besteigt wieder, wer wen bitte? Du mich, damit du den... Durm, da ist er, der Erik! Das Schlimme ist, ich weiß echt nicht, an was liegt. Da hast du vorhin gesehen, Spiel lief das durch mit Olaf und dann wieder nicht. Das ist mal sowas so. Ich weiß einfach nicht, was ich dagegen tun soll. Ich weiß es einfach nicht. Es ist, wie gesagt, nur bei FIFA so. Ich weiß nicht, ob es an irgendwelchen Einstellungen daran liegt. Während Isaac habe ich es ja auch nicht. Also ich weiß nicht, was ich ändern soll. Kommt der nicht mit der Karte klar? Was für eine die Karte? PS4 irgendwas soundmäßig. Der V-Karte. Ma, das kann ja auch nicht sein, weil während WWE habe ich ja zum Beispiel auch nie Olaf. Okay, stimmt. Ja. Keine Ahnung, warum das dann liegt. Vielleicht so viele Nebengeräusche vom Spiel heraus. Quatsch. Ja, ich weiß es nicht. Versuch dir gerade nur irgendwie zuzugeben. Ja. Sorry, da ich lebe. Ja, yes. Kannst du nicht mehr verzeihen, du bist jetzt hier. Ja, das ist schlimm. Ja, ich weiß, Mats Hummels. Ach, guck mal, du spielst gegen den Mats. Ja, bring ihn um. Voll in die Eier gegrätscht. Der heißt Mats Hummels, oder was? Der heißt Mats Hummels, ja. Echt? Ja. Vielleicht ist er das, ja. Nur blöd, dass er Mats mit Z schreibt, aber. Ja, vielleicht will er es ja auch nur, damit er nicht erkannt wird. So, Ball auf Ibrahimovic, als wird der mal einen Kopfball gewinnen mit seinen 3 Meter. Ey, das ist unglaublich, ne? Da hat Götze gerade mehr gewonnen. Ja. Ohne Witz. Ja, ich weiß. Und Müller! Macht er das? Nein, da müllert's nicht beim Gegner. So, kann er sich den noch holen, der Matuidi? Oh, Alter. Was machen die denn? Die alle grenzt im Bier, ey, ohne oder was? Scheiß, ey, was machen die denn? Was hast du mit denen gemacht? Was ist denn das? Was das hast du denn gesehen? Puderzucker. Ja. Was ist denn das? Matuidi völlig grenzdebil. So, Ibrahimovic. Ja, wenn du nicht weißt, wohin, schieß einfach mal. So, Müller. Reus. Nicht so weit ja, aus, in der Mitte ist ja fast alles da. Aubameyang, achtung, der ist doch schnell! Komm, Hinder. Hinder? Hindu. Ibrahimovic. Ja, der... Bringt da gar nichts. Was ist das doch nicht? Dann geht der Ball durch 3 Männer, Alter. Das ist das doch nicht, das Team, das so... Das ist es das einfach nicht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, viel Punkte hast du mit dem bisher nicht geholt. Das ist nicht... Ja, Ibra, Alter. Ja, Ibra macht erstmal... Ich weiß Gott, wo der hinspringt. Und dann langer Ball auf Aubameyang. Joho! Und Manuel Neuer am Tor, oder was?
So, Müller nochmal auf Reus außen. Ja, der hat ja auch ein schönes Team. Ähnelt meinem ein wenig, bis auf das, dass er ein bisschen offensiver spielt. Mit einer 4-3-3. Und dann in der Mitte ist da Gott sei Dank keiner. Müller kommt trotzdem noch an den Kopfball. Ja, Ball zum Schiri. Bonucci aber rüber auf Beister. Und Ibrahimovic. Ja, ist es nur ein Traum oder wird er auch noch irgendwann mal wahr? Pogba! Paul Pogba! Golazo! Jawohl! Tore schießen! Eins. Sehr schön. Paul! Der Paul hat's gemacht. Schön. Schöner Trick. Und dann am Bordeaux-Trikot. Was auch immer er mit Bordeaux verbindet. Aber bestimmt irgendwas. Dann war er an allen vorbei und auch den Torwart konnte er überwinden. Luca schießt mal wieder aus dem Spiel heraus ein Tor. Das ist doch schön. Und da ist Aubameyang! Fast die Antwort. Wenn du nicht weißt, was du drücken musst, ne? So, Ibrahimovic, Diaz, jawoll. So, wartet auf Beister, ja. Beister. Oh, macht der super. Macht der super. Jawohl, ich kann auch doppelt schlagen. Da ist er doch. Da der Maxi. Muss man applaudieren. Da muss man applaudieren, Leute. Stark. Da haben wir ein bisschen Glück dabei. Ah. Auch da wahrscheinlich. Hört aber dazu. Meine hört Fresse. Dazu, Beister. Stark, Junge. Stark. Und Rage Quit. Der hat ja nur so von dem Hamburger kassiere ich keine. Der ist sich lieber ein. Oder der stellt jetzt um und macht der die Hölle heiß. Wahrscheinlich. Shinji ja. Kagawa. Shinji Kagawa war von mich ja früher auch der Geheimtipp. Der geht raus. Die Bräune, okay. Der heutige Geheimtipp von dir quasi. Ja. Okay, ja. Mal sehen, was er damit umstellen kann. Aubameyang ist direkt dabei. Aubameyang ist geschwind. Aber ist halt einfach ein scheiß Abschlussspieler, ne? Ja, irgendwie schon. Also momentan läuft er ja in der Bundesliga. Ja, in der Bundesliga läuft. Aber deswegen habe ich ihn ja auch rausgeschmissen, weil ich finde, dass der Mann einfach im Abschluss ein großes Problem darstellt. Und der schlechte Wahl auf geplant Pogba. Jetzt haben wir Kagawa, Shinji mit der Vorlage auf Schürrle. Und dann rettet der Pfosten. Hätte sich der Shinji hier fast bezahlt gemacht. Und jetzt machen wir einfach das 3-0 und dann hast du wirklich den Rage Quit. Komm, Matuidi. Wartet, außen ist Lavezzi. Ja, Lavezzi, vielleicht liegt er auch einfach am Trikot. Das läuft besser. Oh, Ibra, zünd, Junge, zünd! Ja, das geht nicht, weil er gezieht hat. Gezieht hat. An der Nase oder was? Oh, Ibra, schöne Idee! Und dann wäre das was nochmal gefährlich geworden. So, kommt jetzt irgendwann nochmal die Antwort vom Gegner. Kagawa wird natürlich schnell überlaufen. Das Problem kannte ich von früher auch. Ibra mit einem ganz schlechten Baller. Da bringt der Reus ins Spiel. Gedacht, das ist der andere Reus. Aubameyang, Kagawa. Jetzt hat Schürrle auf Außen. Ja, so nicht. Da sollte man lieber Reus in die Mitte stellen und nur Auba auf Außen an seiner Stelle. So, jetzt ist oben natürlich Lavezzi völlig frei. Lavezzi allein auf weiter Flur. Ja, komm schon. Na, Boateng ist halt super da. Und kann das gut schützen. Und Schürrle jetzt. Na? Aubameyang nicht so schnell. Nicht zu schnell. Chiellini kann das gut machen. Ibrahimovic wieder auf Beister. So, der Ball bringt wieder Ibrahimovic nicht wirklich ran. Ja, schwierig mit dem Ibra da vorne. Sehr, sehr schwierig. So, Pogba. Ibrahimovic und Matuidi. Matuidi, schön auf Lavezzi. Jetzt hat nochmal der Chip auf Ibrahimovic. Kann sich da nicht durchsetzen. Kann sich da nicht durchsetzen, ne? Was ist ungewöhnlich? Oh, Riesenfehler. Riesenfehler der Abwehr. Aubameyang ist durch. Oh, das. Das Glück ist mit den Dummen. Was? Was? Alter, unfassbar. Wieder Pfosten, boah, Aubameyang. Der hat ein Fresse. Pech. Huh. Das ist. Du siehst zwei Schüsse, zwei Tore. Er sechs, nix, zweimal Pfosten. Richtig. Eieiei, da schwitzt man natürlich ein bisschen. Auch wenn man 2-0 führt, ey. Ja. Wir stehen ja auch unter Druck. Wir haben noch 4 Spiele offen, wir brauchen 3 Siege, um nicht abzusteigen. Das ist traurig. Ja, eigentlich schon. Wir haben uns mehr vorgenommen eigentlich. Aber wir haben uns ein bisschen mehr vorgenommen, ja. Du meinst, das Glück ist mit dem Schlauen.
Nein. Es geht aber hier um uns. Okay, okay. So. Zweite Halbzeit bricht an. Und Götze kommt für Müller. Götze kommt für Müller, ja. Der stellt hier sein komplettes System ein wenig um. Und der Erik. Und Shaqiri für Schürrle. Und Shaqiri für Schürrle. Okay, er hat keine Wechsel mehr offen. Bring mal einen um. Okay, er will das von Weitem versuchen. Wundert mich, dass er Aubameyang drin lässt. Er will wirklich dann nur das Pace davon ausnutzen. Aber da muss man einsehen, dass das ausnahmsweise ist, da Pace nicht alles, weil er halt einfach scheiße im Abschluss ist. Lahm. Kagawa raus auf Shaqiri, da ist der neue Mann. Aber Maxwell hat das im Griff und verliert den Ball dann trotzdem wieder an Shaqiri. Der bringt ihn auf Aubameyang, legt ihn rüber auf Götze, Götze! Na. So, jetzt hat er aber schnell. Aubameyang. Ibrahimovic war das natürlich. Majestätsbeleidigung. Wenn die Majestät mal treffen würde. Was denn machen so? Gefühlt ist der bei dir nicht mal ein kleiner Kaiser. Er ist einfach nur Müll. Leider. Beißt er! Beißt er! Sich nicht durch. Beißt er! Beißt er! Ballisto. Wär geil, ey. Wär geil? Die lila Dinger. Nee, finde ich nicht so. So ein Ballaststoff in die Siren. So, Götze nochmal auf der anderen Seite Aubameyang. Okay. Nee. Nicht zum Sprinter sitzen hier. Ja, nee, ja, ganz außer auf Shaqiri, das geht da. Der kommt an. Verrückt. Was und dann ist das Foul Shaqiri. Und Sirigu darf den Ball jetzt erstmal auf außen bringen. Lavezzi ist da, kriegt den Ball super. Matuidi. Und dann haben wir wieder den Ibra. Komm, zeig mal, was für eine Majestät du bist. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, der war abgefasst, sonst wäre der reingegangen. Sag mal lieber nichts dazu. Sag mal lieber Maxwell! Und es sieht da gut! Da gut! Oh mein Gott, du Lacke, Alter. Chiellini! Mit der Nase. Mit der Nase hat er den reingeschoben. Ja gut, man muss natürlich ein bisschen Glück haben, ne? Ja, und das ist sehr viel Glück, was ich gerade habe. Ja, da ist er schnell da. Keine Worte dafür. Na, ihr Fettsäcke. Hahaha! Hör mal deine Fresse, sei mal lieber ein bisschen stur, du Dennis. Oh mein Gott, Alter. So, Diaz, gut 3-0. Ich möchte fast behaupten, das Ding ist gelaufen. Aber. Ne? Es ist immer noch FIFA. Es ist immer noch FIFA und es ist immer noch der Ibrahimovic, der. Ne? Gut, er hat theoretisch, aber nur theoretisch. Lassen wir das. Alter, das war eine. Geniale Vorlage. Geniale Vorlage. So, Matuidi, komm, 4-0, dann ist er wirklich raus. Kann ja auch nicht mehr umstellen, es ist dann vorbei. Maxwell läuft, ist nicht. Aubameyang kommt nicht hinterher, das Logic. Ganz weit raus auf Beister. Richtig geil, der will den direkt. Okay, wohin und dann Ibra! Ja, der trifft das kein Schöntor. Alter! Ganz ehrlich. Du machst die Leute auch schlecht. Du hast damit angefangen, dass Ibra nichts reißt. Ich hab nur gesagt, dass es sehr schwer ist, mit Ibra umzugehen. Der ein Problemkind ist. Oh, ja! Pounce! Pounce! Dankeschön. So, Ibra, Tor. 4-0. Dein Vater stinkt. Schreib erstmal. Boah. Haut dir mal einer weg jetzt. Gib mir einen Sack hier. So, ja, dann macht er mal direkt aus. 45, 48 Metern. Jetzt kann ich keinen zweiten Spieler dazu rufen. Ja, und Ibra volles Rohr. Siehst du? Ich sag doch, zieh mit dem Mann einfach ab. Ja. Mehr musst du mit dem Mann nicht machen. Ich zieh einfach mit dem Mann ab. Ja. Und dann ist da das Kopfballtor. Und da ist er. Wenn man nicht von redet, da ist er! Da ist er! Oh shit. Holy shit. Okay. Bam! Okay. Ibra hat Bock. Ja, perfekt. Oida. Alter Verwalter. Ich habe ja gesagt, das zweite Spiel gewinnt schon 7-0. Ich sag ja mal, kann man den Mann einfach mal draufhauen. Draufhauen! Alter, der hat Spinny Rooney gemacht. Das wird zum Running Gag, dieses Holy shit, Alter. Komm, einen darfst du machen. Oh mein Gott, ey. Okay, Ibra hat jetzt gerade Bock. Der ist gerade offiziell angekommen.
Komm, zieh doch ab, komm. Ist ja Quatsch. Das kannst du wie mit Robben, einfach. Einfach nicht machen. Mach einfach, scheiße. Einfach passen. Nicht passen. Was ein Tor. Vielleicht. Fleisch. Fleisch? Das Atemberaubendste zumindest, was wir bisher hatten. Atemlos im Strafraum hat sich der quasi out of space, der Mann. So! Ja. Und Golatz! Nix da! Golatz! Galatz! Tasserei oder was? Golatz Tasserei! Oh, holy shit, war das ein krasses Tor, Alter! Das geht ja auf gar keine Kuhhaut. Maximal auf Ziegenhaut vielleicht, aber. Vielleicht. Auf, ne? Ja. Was geht eigentlich ab? Ja, Ibra, schieß doch! Boah, blub, wie so ein schwarzes Loch. Aber Freistoß. So, Ibra, und jetzt 30 Meter Tor. Ja, nee, ist klar. Ich bin warm. Ah, herrlich. Das ist, ey, der macht so geile Vorlagen. Immer mit dem Pfosten. Und dann braucht er nur noch einschieben. Gott, bin ich der Beste, ey. Hab ich nicht gesagt, ich hab's gecallt. Beiß da, Junge. Noch zwei. Ah, all for nothing, Alter. Komm, beiß halt, Bock. Was geht ab in diesem Spiel? Jawohl, beiß da, beiß da. Muss er passen. Ja, aber leider hätte er Ibra anspielen müssen, 16er. Ja, wollte ich ja eigentlich. Alter, was ist denn das für ein Spiel jetzt? Holy shit. Erstmal zittern und dann frittieren. Ja, dann frittieren, Leute. Komm, Ober, einen darfst du. So, Aubameyang. Einen schenke ich dir, wenn du durchkommst. Nope. Ja, ich würde fast sagen, nach diesem 5-0 ist die Sache geritzt. Ja, weiß ich nicht. Ja, diese Tore hätten wir definitiv über alle anderen Spiele verteilen müssen. Das ist richtig. Aber naja, wenn der Luca jetzt warm wird, dann muss ich jetzt nur noch ein Spiel gewinnen und danach holt der Luca den Klassenerhalt. Weißt du? Ah, nee. Ja, ich bin der Lattenkönig. Lavezzi, Ibra. Boah, Riesenreflex. Riesenreflex. Maxwell. Ja, Chiellini. Ich mach dir doch mal lang. Pogba auf Matuidi. Der hätte einfach mal selber schießen müssen. Vielleicht sogar schon der Pogba, wer weiß das schon. Schöne Grätsche von Pogba, da legt man auch auf Maxwell außen, ist Beister. Und dann ist da Pogba. Und dann ist da in der Mitte Ibra mit dem Flugkopfball. Oder sagen wir eher einen Rutschkopfball. Unfassbar. Noch ein. Dann habe ich mein Wort echt gehalten. Ungewollt. Ungewollt, richtig. Aber ja, 6-0. Okay. Du hast gesagt, ich soll Tore schießen, oder? Ja. Wie wär's, wenn ich dir das einfach in Zukunft immer sage? Ist okay. Ah. Erik passt nochmal auf. Reus, ganz außen läuft der Erik mit. Natürlich muss der Erik aufpassen, der ist Mod. Diekmeier nochmal raus. Nee, Lavezzi, das gewinnt er nicht, das Duell. Und dann kann man langsam, glaube ich, auch mal abpfeifen. Die Sache ist geritzt. 6-0. Ja. Warum nicht gleich so? Ich hab doch gesagt, ich muss erstmal reinkommen. Ja? Der Luca ist drin, vielleicht auch mit dem Ibra, der ist jetzt auch wieder locker geworden. Der ist definitiv locker geworden. Unglaublich, zwei tolle Tore, zwei ungewollte Vorlagen. Lassen wir so stehen. Team of the Year direkt, Alter. Ich denke nicht. Ja! Ja! Dann zeigt er auch direkt dann mal. Dann zeigt er mal eine 9-7. Und beißt dann eine 9-1. Mehr. Und dann sind das auch 600 Coins. Ja, nicht schlecht. 12, 53, 55. Ja. Ja, in der zweiten Halbzeit hast du den zerstört, mein Gott. Ja. So, 5 Punkte noch bis zum Nichtabstieg. Ja. Es würde sogar zweimal unentschieden und einen Sieg soll auch gehen. Richtig. Nur nicht mehr verlieren. Wenn wir einmal noch verlieren, dann stehen wir unter Druck. Aber ich verliere jetzt einfach nicht, sondern hatte auch einfach mal Glück. Ne? Und dann machen wir das so. Okay, cool. Daumen hoch. Für Ibra auf jeden Fall.